bewegen. Stell ihm die Frage. Wer ist mein Lieblings-Baseball-Spieler? Cap Anson. Gut. Schaffen wir ihn hier weg. Moment mal. Was zum Henker ist das für ein Geräusch? Was fasst ihr da? Ich weiß nicht, ob ich... Wenn du uns verpfiffen hast. Die schwarze Waffe. Tot. Okay. Hä? Die Biege. Na, Entschuldigung. Das ist zwecklos. Vielleicht hast du mich nicht verstanden. Wir verschwinden jetzt. Sarge. Die haben uns den Weg abgeschnitten. Okay. Dann durch den U-Boot-Bunker. Da sitzen wir in der Falle. Ja, ich weiß. Na dann. Los, los, weiter! Los, los, los! Laufen wir in die eigene Falle rein? Ist bekloppt, aber hey, naja, gut. Scheiße. Mir gefällt nicht, was ich da höre. Geh einfach weiter. Der Flugplatz ist da. Auf geht's. Okay. Soll ich eine Granate werfen? Obwohl ich immer noch kein großer Fan von Granaten bin, aber ich mach's trotzdem. Und Beeilung. Getroffen? Ah, wunderbar. Aha. Kaboom, oh Gott, Explosion. Da seht ihr mal die ganzen Explosionen, die mal hier alle rauskommen können. Ah, ein Japsa. Und nachladen und jetzt ins Auto. Kaliber 30. Kaliber 30. Nicht schlecht. Oh, wow, wow. Oh Gott. Einfach schießen. Mehr auch nicht. Rumgehüpfe bringt nichts. Hä? Das Auto fährt noch immer. Hä? Da ist keiner drin, aber... Hä? Ja, ja, eines von ganz vielen lustigen Bugs, die in Battlefield Bad Company mit dabei sind. Das Wasser haben sie auch echt schön gemacht, oder? Naja. Ich muss das Teil erstmal sprengen. So. Also Leute, 3, 2, 1, kaboom! Diese Puppe sollte ein U-Boot in den Bunker dann gesteuert haben. Mit der
das Glück sind sie noch da. Wenn nicht, hat der Wissenschaftler recht und wir sind tot. Ah, knapp verfehlt. Ist leider auch vorbei. Ah, hier kracht langsam alles ein. Boom. Autsch. Auf geht's. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen rennen, sonst kriegen wir unser U-Boot nicht mehr. Das heißt, ich wäre tot. Das heißt, es gibt keine Battlefield Bad Company Walkthroughs mehr. Und das wollen wir natürlich nicht. Schnell. Rein. Ich glaube, das ist auch schon wieder das Ende von meinem Walkthrough. Jetzt kommt die letzte Szene. Ja, jetzt kommt die Riesenwelle. Wir werden alle sterben. Diplomatici russi e americani sono recati oggi a Bruxelles per le... Russia has expressed concern about the system, claiming that such a weapon could be used for offensive reasons.